Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4. Wir machen eine Pärchen-Challenge. Ich habe mittlerweile so ein bisschen das wieder geschluckt und gedacht, okay, das letzte Mal, da war ja der René dran, mich in gewisser Weise nachzustellen. Und ich habe eure Kommentare dazu noch nicht gelesen. Und man muss ganz ehrlich gestehen, man ist schon ein bisschen unter Schock, wenn man sich selbst da sieht. Angeblich sich selbst sieht und im ersten Moment überhaupt nicht erkennt und denkt, okay, das bin also ich? Nee, es ist so ein bisschen fernab von der Realität und das hat er ja auch eingestanden und mittlerweile kann ich damit, glaube ich, ganz gut leben. Ich versuch's zumindest, denn heute ist Rache, Freunde. Rache. Ich erstelle heute René und wir können jetzt einen zweiten Sim in die Familie anlegen und zwar einen männlichen Sim. So, und ich bin ganz gespannt, wie ich das denn hinkriege. Dafür muss ich mal eben auch ein Bild, oh Gott, wie der schon klingt, ein Bild von René öffnen. So, womit fangen wir mal an? Wir fangen am besten mit dem Gesicht an, denn sobald man das Gesicht gemacht hat, ist das meiste schon gar nicht mehr allzu schlimm. Und so, wir fangen mal an. Als allererstes finde ich, ist das die Hautfarbe von ihm schon ganz passend. Ich würde, glaube ich, sogar anhand dieses Bildes anfangen zu bearbeiten, also anhand dieses Gesichts. Ich gucke nochmal, ob ich irgendwas Passenderes finde, woran ich modellieren kann. Aber ich glaube, das passt ganz gut. Irgendwas vielleicht, was die Nase schon so ein bisschen hat, wie er sie hat, denn Nasen sind eigentlich immer recht schwierig. Ein schwieriges Thema. Und wir haben ja nur eine halbe Stunde Zeit. Wie immer, ich wiederhole die Aufgaben. Regel Nummer 1, ich darf Alltagsoutfit, Abendoutfit und die Nachtwäsche von ihm bestimmen. Da habe ich freie Hand, da kann ich machen, was ich möchte. Er muss eine Sache tragen an sich, die rosa oder pink ist. Das kann schon vieles verändern, also man glaubt es nicht. Man kann, hört sich jetzt die Regel an und denkt so, ach, das ist ja gar nicht so schlimm, ne? Aber Leute, glaubt mir, es ist schlimm. So, nehmen wir doch mal, oder nehmen wir doch lieber das alte. Doch, ich bearbeite lieber anhand diesem Gesicht. Es ist doch ganz schlimm, wenn da plötzlich das Oberteil pink ist und man denkt, oh mein Gott, no fucking way. Aber wir probieren es einfach mal. Was ist das denn? Asia-Look? Ach, hier kann man auch so ein bisschen so mit Falten und allem. Was verändert sich denn hier? Oh, seine Lippen. Oh, der hat auch ganz schöne Lippen. Mein Mann hat ganz schöne Lippen, das muss ich ja sagen. Bei Männern müssen wir jetzt sowas wie Make-up und so nicht anpassen. Allerdings gucke ich mal, was wir stattdessen, wo stattdessen die Schwierigkeit ist. Ich muss nämlich ehrlich sagen, ich habe von Männerklamotte so absolut keine Ahnung. Wir fangen mit dem Alltagsoutfit an. Regel Nummer 3, er darf, wie gesagt, 5 Dinge als nächstes an sich ändern. Wenn ich fertig bin, guckt er sich das an und sagt entweder, ja, ich erkenne mich, das bin ich, was eigentlich im seltensten Fall, der Fall ist, weil man immer etwas findet. Wir müssen mal eben uns, oh Gott, die sind so Asia-Haare, die haben gar nicht entsprechend normale Haarfarbe, wie man sie so hat. Ist jetzt auch nicht seine Frisur, mal davon ab, das trägt er jetzt nicht. Trägt meistens eh Cappy, von daher werden wir uns auch, glaube ich, auch viel auf Cappies beschränken. Hier gibt sich mal eine andere Haarfarbe, die man setzen kann. Aber er hat auf jeden Fall durch die Regel die Möglichkeit, 5 Sachen über die 3 Outfits hinaus an sich zu ändern, die er ändern möchte. So, ich hoffe natürlich, er ist am Ende, guckt er drauf und sagt, ja, das könnte ich sein, das sieht aus nach mir. Vielleicht kriege ich es hin, aber wie gesagt, ist verdammt schwierig, weil man hat im Regelfall immer irgendwas, was man findet, wo man sagt, das bin eigentlich nicht ich, so sehe ich nicht aus, beim besten Willen nicht. Ich brauche mal eben ein Foto, er hat nämlich wie soll ich sagen, seine Haarfarbe, seine natürliche, geht so ein bisschen in so ein matteres Blond-Braun rein und ist nicht zu hell. Ihr seht ja selbst, ich werde parallel immer die Fotos einblenden von der Person. Eigentlich hat er noch kürzere Haare. Also jetzt momentan lässt er sich die länger wachsen, weil er immer wieder verpeilt zum Friseur zu gehen. Aber eigentlich hat er recht kurze Haare. Dass es jetzt schon losgeht, dass es mit der Frisur Probleme gibt, das dann. Das wäre dann eher. Da sind so Löckchen dran, ne? Ah, Gott, ich hänge mich jetzt echt zu lange mit der Frisur. Nee. Das ist so ein bisschen
Was auch immer das war. So. Nee, dann. Nee, das ist schon fast zu hell. Gott, das ist echt schwierig. Nehmt das nicht auf die leichte Schulter. Man möchte ja auch niemanden auf die Füße treten. Das geht alles gar nicht. Es ist alles viel zu dunkel, hier ist sogar teilweise grau. Die Frisur passt auch überhaupt nicht. Die ist viel zu, ja, viel zu runtergeschoren, viel zu dicht. Das. Wenn das noch irgendwie nach mit die Haarfrisur geht. So. Oho. Nehmen wir einfach. Eigentlich ist er blond. Aber das ist fies. Na egal, wir machen mal. Vielleicht fällt es mir schon leichter, wenn ich gleich die Gesichtsbehaarung mache. Wir gucken mal. So, wir gehen nochmal auf den Körper. Er ist relativ muskulös und. So, konnte ich nicht irgendwo noch die Größe einstellen, das Sim? Vorgefertigtes Outfit Boba Fett. Genau. Ich verpasse ihm einfach so ein Star Wars Outfit. Ich guck nochmal eben nach den Standard. Wo ist denn er? Ich will jetzt eigentlich auch nicht zu viel verraten. So. Das ist sehr natürlich. Hier sieht man doch krass. Das sieht so scheiße aus. Das kann man so nicht bringen. Nee, das ist schon normal. Er ist eigentlich gar nicht so breit. So, aber er hat so ein ganz kleines Bäuchlein, so ein Beziehungsbäuchlein nenne ich das immer. So ganz sweet. Er hat so ein kleines Beziehungsbäuchlein. Und, er hat so ein kleines bisschen mehr Popo, was ich ganz gerne mag. So, perfekt. Und aber er hat dafür unheimlich schöne Augen. Er hat nämlich ganz blaue Augen, da brauche ich gar nicht aufs Bild gucken. Wo sind denn die Augen? Augen. Oh, wow. So ganz so blau. Nicht das hier, das kommt schon hin. Stelle ich mich gar nicht so dumm an. Kann man das Gesicht ein wenig ziehen? Kopf, so. Er hat nämlich ein bisschen länglicheres Gesicht. Ich glaube, so kommt das schon hin. Die Lippen kann ich eigentlich genauso lassen. Genau solche Lippen hat er nämlich. So, genau so. Passt doch, wunderbar. Da sind gar keine, wie so ein Krebskranker. Nee, das hier, das ist schon typisch seine Augenbraue. Er hat schon so ein leichte abfallende Augenbraue nach außen hin. Was ich auch ganz schön finde. Seine Nase haben wir ja auch schon fast. Also zumindest laut meiner Meinung. Er hat eine etwas ausgeprägtere Nase. Aber nur ganz leicht. So. Okay. Öhrchen hat er ganz kleine. Wir haben es auch fast geschafft. So. Perfekt. Sind so ein bisschen kleiner bei ihm. Und die stehen auch überhaupt nicht ab. Dafür gehen die aber so in Spitze nach oben. Haben wir vielleicht Ohren? Wir haben leider sowas nicht, ne? Gut, kommen wir nochmal zu den Haaren. Zu den Gesichtshaaren. Er trägt nämlich Bart. Und zwar trägt er sowas. Das hier kommt dem sehr gut nah. Ich glaube, besser geht's gar nicht. So krass hat das nicht. Doch, das ist gut. Das gefällt mir. Er hat so süße kleine. Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das nachstellen kann. Er hat so Grübchen. Kann man das? Kann man hier so auf Grübchen gehen? Ja, kann man. Oh, ist das sweet. Okay, sweet. So, und weil die nämlich hier so seine Wangenknochen so ein bisschen nach vorne ausstehen, so ist schon fast ein bisschen zu viel. Er hat aber so leicht solche Apfelbäckchen, nennt man das ja. Kriegt man halt eben entsprechend so ganz leicht so die Augen dadurch ein bisschen betont. Doch, das ist er. Doch. Finde ich ganz süß. Gefällt mir. Okay, dann haben wir das. Jetzt kommen wir nochmal zu den Klamotten. Er trägt viele T-Shirts. Er trägt aber auch sehr gerne T-Shirts und darüber Hemden. Das heißt, wir werden jetzt primär erstmal nach Hemden gucken. Sweaters mag er auch. Sweaters wäre, glaube ich, so eher sein Alltagsstyle, weil er trägt gerne Kapuzenpullover und sowas. Vielleicht können wir ja sowas in der Art hier finden. Ich weiß gar nicht, gibt es Kapuzenpullovers? Hier sind Sweatshirts. Gibt es sowas wie Pullover, Poloshirts, Westen, T-Shirts? Schade, so ein richtiger Kapuzenpullover, das wäre es ja jetzt, ne? Nein, auch hier sogar. Ja,
Man kann die Popo kann man sehen. Aber Leute, ich brauche langsam mal eine zündende Idee. So, ist das eine Jacke? Genau, kann ich mir bei ihm jetzt auch vorstellen, aber ich glaube, hat er nicht im Schrank. Vielleicht können wir auf irgendwas Normales zugreifen. Oh Gott. Hier so ein T-Shirt. Nee, Tokio. Genau. So ein Skelett, richtig geil, ey. Nee. Los nicht. Das ist echt schwierig. Habt ihr Jeanshemden? Habt ihr zufällig irgendwie so Jeanshemden? Nee, nur ganz. Doch, das hier so. Oh, perfekt, das ist ein Jeanshemd. Und er trägt gerne kürzere Hosen. Nee, die ist hochgekrempelt. Sowas ist es nicht. Das sind Flecktarn. Sowas. Nee, dann eher das. Lustig. Das wäre jetzt so das Modell, was er auf unserem Beispielfoto anhat. Boah, Gott, ist er das? Ich weiß nicht, vielleicht brauche ich nochmal eben irgendwas für den Kopf. So, bleiben wir nochmal weiter beim Kopf. Er braucht nämlich eine schicke Cap. Ey, jetzt sag mir nicht, hier gibt's keine Cappies. Please. Da. Was ist da? Gibt's hier auch einmal ein Schlicht? Ja, ein Schlicht. Gibt's hier nichts irgendwie für Patriots oder so? Oh, eine rosa Cappy. Oh, ich kann jetzt so geil. Oh, ich kann jetzt irgendwie sowas. Ist ja auch irgendwo was rosanes Stars. Oh, hier. Lions. Sowas. Warum sitzt die Cappy eigentlich so komisch? Er hat, glaube ich, auch eine rote. Er hat schwarze. Oh Gott, er hat eigentlich jegliche Farben. Ich nehme mal die ganz schlichte schwarze. Kann ich irgendwie so. Ich kann ja auch nichts mehr bearbeiten. Ne? Die sitzt tatsächlich so. Er hat auch einen verdammt kleinen Kopf. Also nicht so klein, zu klein für seinen Körper, aber er ist schon kleiner. So, versuchen wir jetzt die Cappy nochmal. Ich glaube, ich habe einfach nichts geändert. Ne? So, ups. Hat nicht so ganz sein wollen, aber doch, ja. Doch. So, Schuhe ist ja ganz penibel. Warum haben denn die Männer hier so gar keine Beinhaare? Soll das so? Accessoires trägt er eigentlich so nicht. Außer ein Handy zählt als Accessoire. Gott, ganz furchtbar. Gibt es irgendwas in rosa? Oh, das wäre so witzig. Ich brauche noch was Rosanes, Leute. Was soll ich im Rosanes verpassen? Das auch nicht. Ich finde die Schuhe aber schon echt cool. Ich weiß, er würde auch Chucks tragen, aber ich finde die Schuhe irgendwie sogar viel schöner als Chucks. Nee, ich gebe ihm die Chucks. Und die gebe ich ihm dann in schwarz und, oder doch in blau. Gibt es hier irgendwie ein dunkleres Blau? Rot? Oh Gott. So ein braun? Komm, ich gebe ihm das in braun. Und er kriegt als Accessoire noch irgendwas. Er hat mir so einen Ring gegeben, ne? Komm, er kriegt auch so einen. Aber in Gold? So ein matt rosé finde ich jetzt schöner. Für einen Mann nimmt man meistens ja immer so dunkles Silber. Damit das noch ein bisschen männliches hergibt. So, haben wir hier irgendwas in rosa? Hallo, nur weil er Mann ist, darf er auch rosa tragen, ja? Ist jetzt nichts ohne Frauenmäßig. Es gibt keine Strümpfe. Schade. Oh, das wäre jetzt zu lustig. Lila? Nee, hier? Oh, Leute. Und damit versorge ich aber den Style. Ich verstehe halt nicht, wie man das machen kann. Haben Männer nichts in rosa? Leute, er ist ein Mann, er braucht rosa. Hallo? Jetzt halte ich mich hier mit rosa auf. Perfekt. Das ist auch gut. Okay, da haben wir das. Mal gucken, ob er merkt, ob ich ihm das gegeben habe. Mal sehen. Ich bin sehr gespannt. Okay, dann sind wir hiermit schon mal fertig. Ich finde, das kommt dem Original schon sehr, sehr, sehr nah. Aber das ist jetzt nur meine Meinung. Okay, jetzt gehen wir mal. Jetzt zeigen wir mal, wie das richtig funktioniert. Wir gehen mal eben Kombination. So, wenn ich jetzt mit ihm weggehe, jetzt muss ich ihn ja auch irgendwie so ein bisschen anpassen an dem, was ich so trage. Wenn er mir so ein Spießerkleid gibt, dann gebe ich ihm jetzt so ein fucking Spießer. Sowas irgendwie. Wisst ihr, so. Wo man so hinguckt und sich so denkt, so, oh Junge, was ist mit dem heute schief gelaufen? Sowas kriegt er an.
So. Oh Gott, ist so geil. Nee, sowas bitte nicht. Guck mal, die Schuhe passen. Die Schuhe gehen auch schon voll steil. Ich weiß gar nicht, was das soll. Das ist perfekt. So, hier. Tada. Geil. Sind wir hiermit auch schon fertig? Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, das ist die Schlafklamotte. So, Mr. Sexy, ich zeig dir jetzt, wo der Hammer hängt. Was ist denn für Frauen sexy? Sowas? Ich weiß auch nicht. So, ich bin ja eher so, mag ja lieber so Shorts, vielleicht nicht unbedingt. So, perfekt, perfekt, das nehmen wir. Hier so, perfekt, das nehmen wir. So, und am besten finde ich es, wenn er komplett, yeah. Hallo, komm, wir machen den noch zu unserem eigenen Blick. So, ja, doch, das sieht auch gut aus. So, nach ihm, das gefällt mir. Seine Oberschenkel, was ich sehr gerne mag, sind sehr männlich breit. Das gefällt mir richtig gut. Ich mag das total gerne. Männer dürfen ruhig Oberschenkel haben. Ich finde das voll schön. Auch wenn man mal auf sich auf den Schoß setzt und so, dann mag ich das einfach ganz gerne, dass man sich auf irgendwas so setzt. So, Socken bitte aus. Fertig. Moment. Gibt es hier nichts, irgendwas Spektakuläres, was ich ihm noch geben kann? So, ich vielleicht doch. Nee, oh Gott, das sieht doch shitty aus. Ich finde das eigentlich ganz geil, so. Muss ich sagen. Tönt mich schon ein bisschen an. Finde ich ganz gut. Ja. Was haben wir? Das haben wir. Oh Gott, das sieht ganz, ganz schlimm aus. Aber es passt zu dem, was ich anhab. Also, braucht man sich mal nicht beschweren. Das ist genau derselbe Look, den wir da fahren. Und auch hier kriegt er erstmal richtig schön den Ehering an den Finger geknallt. Denn Wattmund, Dattmund, der ist auch jetzt verheiratet dann. Und ja, das ist natürlich so typisch René, ne? Also ich würde sagen, wenn ich ihn da nicht getroffen habe, dann weiß ich auch nicht. So, weil gerade das ist ja doch volle Kanne. Also hier auch die großen Oberschenkel. So, das ist er. So, ich guck noch mal genauer hin, ob irgendwas auffällt. Man kann natürlich, er sieht natürlich jetzt irgendwie so ein bisschen geliftet aus. Das sehen wir, sehen die ganzen Sims. Die sehen nicht so abgecrackt aus. Die haben meist immer irgendwie so was Gestraffes im Gesicht. Ich finde es so ein bisschen schade, er hat ja hier ein Piercing. Kann man da irgendwie eine Alternative schaffen? Das wäre nämlich noch ganz cool. Gibt es ein Modpack für Piercings? Weil das würde ich gerne eigentlich nochmal dann mir runterladen. Weil das stört mich so ein bisschen, dass Piercings so überhaupt hier gar kein Thema sind. Make-up. Könnten jetzt noch seine Vorzüge betonen, wenn wir das möchten. Unter anderem die Augen. Was ich sogar recht realistisch finde, wenn die Augen so ein bisschen schattiert sind. Also es ist ja eher so Männer-Make-up-mäßig hier. Eyeliner. Gesichtsbehaarung. Gesichtsbehaarung? Bemalung. Ich wollte gerade schon sagen, so, hä, du bist mit Behaarung. Er hat so eine ganz spezielle Augenform, das sage ich ihm jedes Mal. Ich finde die total schön. Und die ist ganz speziell. Und er hat so ein bisschen leicht nach oben gezogen, die Augen. Das gefällt mir ganz gut. Die sind rund, aber die sind generell so ein bisschen nach oben. Und er hat dadurch so einen ruhigen, verträumten Blick. Also, ich weiß nicht. Ich stehe auf den Typen hier, den ich hier gerade baue. Also, egal was er sagt, ich finde, das sieht schon ziemlich geil aus. So. Ah, sexy Motherfucker. Ja, ich finde, vielleicht sind dadurch das, vielleicht habe ich mit den Bäckchen gerade so minimal übertrieben. Und vielleicht habe ich auch, na gut, vielleicht habe ich auch hier so ein bisschen mit dem Muskeln ein bisschen zu extrem gespielt. Seine Augen, ich weiß nicht, ich finde hier jetzt gerade keine bessere Alternative. Die sind, alles was hier so ein bisschen nach oben, die Tendenz an den Außenwinkeln nach oben hat, das sind irgendwie so zugekiffte Augen. Fertig. Mission complete. Haben wir voll gerockt, das Ding hier. Oh Gott, ich verändere gerade seinen Kopf. Nein, halt doch mal stehen, du verdammter Sim. Hör auf, mich zu trollen. Nein. Alter, wenn der Sim mich noch weiter hier trollen möchte, ich versorge gerade alles. Ich mache gerade alles kaputt. Warum? Warte mal, ich kann auch irgendwie hier so zurück. Also ich muss sagen, ich glaube, ich bin schon fertig. Also ich glaube, besser macht es uns keiner. Ich glaube, ich bin die Einzige, die hier voll den Durchblick hat und die ganz genau weiß, wie der Hase läuft. Wenn jetzt noch Kopfhörer oder sowas gäbe, ne? Irgendwas, was man ihm so oft donnern kann, dann wäre er fertig. Denn so geht er bestimmt auch. Ich meine, sowas vielleicht so ein Lederarmband, das hat er noch nicht getragen, ist aber kein Ding. Kann man ja noch alles ändern.
Nö, ich bin zufrieden. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Ich lasse mich überraschen, was er davon sagt. Und ich würde sagen, sein Ergebnis, das hören wir gleich. Ich bin gespannt. Wir hören uns gleich. Das ist kein AMG-Outfit, aber sieht aus wie der spießige Nachbar von nebenan. Naja, das war ja auch so ein Zweck, ne? Du sollst der Spießer sein. Ah, da haben wir's, ne? Jetzt, da hast du einmal mit dem Abendkleid daneben gegriffen, jetzt kommt die Rache der kleinen Frau. Du hast ja auch den Ring am Finger, so, ne? Als verheirateter Mann ist nicht mehr viel. Habe ich ihn recht?